Und ich bin mir auch noch nicht so einig hier mit diesem Fußweg. Er ist zwar ganz hübsch, aber ich glaube, da werde ich dann bei Zeiten auch nochmal was anderes machen. Okay, wir haben viel zu viel Kram. Wir haben viel zu viel Kram. Das kann ich erstmal zusammen machen. So. Nee, das ist Quatsch. So. So. Und du kommst hier noch mit dazu. Dann können wir nämlich mal ein bisschen einsortieren hier. Klack. Und fangen wir mal hier weiter. Dann haben wir Salätchen. Der kommt dahin. Du kommst. Habe ich dich jetzt gerade. Habe ich jetzt gerade unseren Bunny gehauen? Nee. Das ist aber auch, wenn er mir immer vor die Flinte hopst, wa? Wenn er mir immer vor die Flinte hopst. Irgendwann kriegt er wahrscheinlich aus Versehen einfach mal eine Schelle von mir. Und dann ist es immer noch so. Dann kann ich es auch nicht ändern. So. Oh, war noch Platz? Ach, egal, komm. Ey, davon haben wir jetzt aber echt einen Haufen Zeug. Den brauchen wir nicht. Müssen wir uns vielleicht bei Zeiten sogar mal anschauen, ob man da nicht diese so eine Upgrades bauen kann, dass man hier mehr reinkriegt. Beziehungsweise müssen wir auch mal gucken, was wir mit den Sachen, die wir dann hier haben, schon machen können. Spargel, habe ich schon Spargel drin? Oh, nee, oder? Na gut. Ich habe es gesagt, wir werden hier wahrscheinlich echt noch mehr brauchen. Ich werde dann die Sachen, die wir hier unten erstmal nicht unterkriegen, die schmeiße ich dann da rein. Aber mittelfristig werden wir, ich sag schon wieder mittelfristig. Mittelfristig werden wir dann noch mehr von diesen Dingern bauen müssen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Da werden wir nicht drum herumkommen. So, und Ananas dahin und du kommst dahin. Salat. So. Oh, da sind noch Kaffeebohnen. Wie war denn das? Da fällt mir gerade was ein. Kaffee kann man doch. Kalter Kaffee, dunkler Kaffee, Kaffee. Mit Zucker und Milch. Kalter Kaffee mit Wasser und Kaffeepulver. Was haben wir hier noch? Kaffee, dunkler Kaffee. Okay, dunkler Kaffee, dunkler Kaffee. Okay. Tasse mit Kaffee. Ah, okay. Die einfach nur schmelzen, Ofen. Ah, hier Speiseöl. Schmelzen. Haben wir hier eigentlich jetzt noch Kohle drin? Nee, ne? Na gut. Dann die Sesamsamen haben wir noch. Die kommen hier drüben rein, hatten wir sie, ne? Und der ganze andere Kladderadatsch kann, glaube ich, nach unten. So. Pack erstmal das hier hoch, auch wenn wir das vielleicht gleich wieder brauchen. Erstmal, damit es mir aus der Füße ist. Waren das nicht drei? Doch, es waren drei. Ja, gut. 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 Wisst ihr, was wir eigentlich auch mal machen können? Ja, das halte ich auch. Jetzt muss ich mich daran gewöhnen, dass der Kram da oben drin hängt. Das können wir auch mal anschmeißen hier. Blub. So, dann kann ich hier mal ein bisschen ackern. Hier kommen die Samen rein. Hier kommt der Cotton rein. Und die Springs. Und dann machen wir erstmal unsere Rüstung hübsch. Halt, die muss ich aber erstmal ausziehen. So, einmal. Okay, sind hier auch drei drauf? Zwei. Wie viele sind hier? Auch nur zwei, okay. So, dann haben wir jenes. Zack, zack. Zack, zack. Das kann weg und dann kommt das so. Dann gehen wir jetzt pennen und danach gehen wir unsere Viecher füttern. Und ja. So.
Dann gehen wir unsere Viecher füttern, haben wir gesagt. So, dann kann ich vielleicht den Zuckerrohr da draußen auch mal einsammeln. Wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Das sind schon wieder ziemlich viele. Macht aber nichts, macht aber nichts. Dann haben wir nämlich auch mal unser Fleisch beisammen. So, kommt her hier. So, waren ja immer relativ viele hier jetzt. Aber irgendwann müssen wir, glaube ich, auch uns ein paar Schafe organisieren. Weil ich glaube, Schafe bringen nochmal ein anderes Fleisch. Genauso wie Schwein. Das ist dann einfach nochmal ein anderes Fleisch. Ja, und die Reise. Ach, irgendwie habe ich echt Bock, eine Reise zu unternehmen. Das Problem ist immer nur... Oh, ist das geil, wie hoch wir springen. Daran muss ich mich jetzt echt gewöhnen. Weil dann brauchen wir nämlich hier unser Tor gar nicht mehr benutzen. Weil wir können nämlich einfach rausspringen. Ich glaube, jetzt haben wir es. Seht ihr? Zack. So. Bom, 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 bom. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Essen haben wir auf jeden Fall auch noch genug. So. Dann kann das wieder weg. Und wir essen mal einen Happen. Und ich möchte noch mehr von den... noch mehr brennen. Ich glaube, ich schmeiße hier drüben auch noch einen Ofen mit hin. Einfach, dass wir auch noch mehr Öfen hier unten haben. Klar benutzen wir die Smeltery, das ist alles richtig. Aber ja, auch nicht ausschließlich. So. Zack. Kommt ein bisschen Kohle. So. Und dann, halt, wir brauchen noch... Haben wir das hier drin? Ja, das haben wir. Okay. Zimmer. So. Ich habe da nämlich noch was vor. Was ist der Unterschied hier? Keilförmige Rampe. Keilförmige Prisma-Rampe. Okay. Ich nehme mal die hier. Okay. Nehmen wir uns mal so eine Handvoll. So, dann nehmen wir uns... Gehe ich zuerst Lava holen? Nein, ich mache jetzt erstmal das hier. Das, und dann brauchen wir das. Dann tragen wir erstmal hier draußen ein bisschen Erde ab, dass wir quasi hier das, den Bereich freikriegen. Ah, das ist die falsche. Mist. Die wollte ich doch. Mal schauen, wie sich das verhält, wenn wir das jetzt hier erstmal abtragen. Wie weit wir da kommen. Uiuiui. Okay. Okay. Ich glaube, das ist doch ziemlich viel zum Abtragen. Weil ich hier das hier eigentlich schon alles gar nicht mehr brauche. Egal, wir machen mal. Wir machen mal. Mal schauen, wie das nachher aussieht und wie wir das am besten machen können. Habe ich nicht irgendwo meine Lumber... Wo ist meine Lumber-Axt? Wo ist meine Lumber-Axt, Leute? Habe ich die irgendwo versaubeutelt? Die habe ich ausgepackt, als wir vorhin auf eine Dingstour gegangen sind, ne? Wo habe ich denn die hingeschmissen? Könnt ihr mir das sagen? Wo habe ich denn die vorhin hingeschmissen? Ich glaube, die habe ich oben gelassen, ganz oben, ne? Naja, wir werden sie schon finden. Okay, okay, okay. Dann schon. Oh, hier ist ja einiges an Marmor. Vielleicht nehme ich das mal komplett mit.
Ja, es ist immer so ein bisschen fummelig, so ein bisschen Terraforming zu betreiben, aber ja, manchmal bleibt es halt nicht aus. So, okay, das sieht doch schon ganz brauchbar aus. Dann ziehen wir das hier nochmal durch. Wo hört denn da? Na gut. Okay, komm, ziehen wir noch durch. So, genau. Und dann ziehen wir das hier noch gerade. Schon wieder voll? Ich bin schon wieder voll. Blub, 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 blub. Kann das hier auch wieder hoch. Ja, deutlich zu viel Müll dabei. Ja. Nee, der bleibt hier. Und dann haben wir auch mal wieder ein bisschen Erde, falls wir bei Zeit mal wieder ein bisschen Erde brauchen. Braucht man ja auch hin und wieder. Zack, 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 zack. Ja, ich sag viel zack, ist mir aufgefallen. Kann das sein? Genauso wie ich sehr viel so sage. Aber. Ah, mein Gott. Mein Gott. So. Da war's wieder. Okay. Nein, Mist. So viel dann dazu. Und gleich ist auch unsere Schaufel hinüber. Die müssen wir dann reparieren lassen. Oder wir schmeißen ein bisschen Eisen in unseren Table. Und machen es damit. Wäre auch eine Variante. Plups. Huhu. So. Wobei hier könnte ich eigentlich auch die nehmen. Hier nicht mehr. Zack, 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 zack. Wie viel haben wir hier noch? Ja, komm. Hab dich mal nicht so. Ziehen wir noch einmal kräftig durch. Ja, wenn sie kaputt sind, wir sie mit Eisen auffüllen müssen, dann ist dem halt so. Würde mich jetzt an der Stelle auch nicht so sehr stören. Bei Eisen haben wir doch, bin ich der Meinung, relativ viel, ne? Also das heißt relativ viel, aber es ist, glaube ich, okay. Da hatten wir ja auch noch was gefunden, als wir jetzt das letzte Mal unterwegs waren. Genau, dann kann das hier so weg. Und das ist jetzt der letzte Rest, ne? Dann haben wir es doch schon geschafft. Dann haben wir es doch schon. Das geht so noch weg. Okay, der Kram wächst hier eh wieder auf. Dann müssen wir das hier ein kleines bisschen verjüngen, damit das nicht ganz so furchtbar aussieht. So. Ich verjüngen gesagt, ich weiß gar nicht, verjüngen. Stimmt das in dem Kontext überhaupt? Ich glaube nicht. Jetzt können wir im Übrigen mal gucken, wie schnell er wirklich ist. Er ist schnell. Cool. Aber da hilft uns auch ein bisschen der Handschuh, glaube ich, den wir noch dazu gebastelt haben. Der hilft uns an der Stelle dann, glaube ich, auch. Also was heißt, glaube ich, ist definitiv so. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir das nämlich jetzt auch. Und dann könnten wir, ich glaube, den kompletten Klotz wegnehmen. Also das hier hinten dran ist quasi der Raum von unserer Smeltery. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir ziehen den Raum A ein bisschen nach darüber und B ein bisschen nach vorne. Das sind so die Optionen, die ich machen würde. Weil ich glaube, wie ist denn das? Ich glaube, genau da dran steht das nämlich genau. Das heißt, genau hier dran stehen eigentlich unsere ganzen Werkzeugtische etc. Und wenn wir das alles noch ein bisschen nach vorne ziehen, wäre möglich.
Oder wir sagen, okay, komm, egal, wir ziehen es einfach nur weiter nach hinten. Das sind so die Varianten, die wir haben. Ich kann ja nochmal kurz oben gucken. Ja, haha, ich kann ja nochmal kurz oben gucken gehen. Kann ich gar nicht so ohne weiteres. Genau, halt, da kann ich auch wieder diesen machen. Ja, ich kann jetzt zwar hochhopsen, aber so ist schöner. Naja, wenn wir den Raum jetzt weiterziehen, dann, wenn wir den Raum jetzt hier weiterziehen, dann müssen wir natürlich auch hier gucken. Aber ich könnte die Terrasse noch ein Stück nach vorne ziehen. Dann war das jetzt hier aber gerade Blödsinn. Und dann ziehen wir das so rum. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich gucke jetzt gerade erstmal, wo unsere Lumber-Axt ist. Die müsste hoffentlich hier drin sein. Ha, so viel dazu. Wo habe ich denn unsere Lumber-Axt hin? Ah, da natürlich. Das ist unsere Lumber-Axt. Bin schon wieder voll. So. Ist doch gar nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Ist aber nicht schlimm. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Bringen wir erstmal den ganzen Kappes wieder weg, den wir hier haben.